So, und da geht's weiter mit der nächsten Runde auf Planet Crafter, in Planet Crafter. Mann, ich bin es echt so gewohnt irgendwie. Aber gut, genau, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was aufgebaut letztens. Wir haben jetzt hier mehr TI, die hier generiert werden. Und allgemein, glaube ich zumindest, läuft schon mal ganz gut. Okay. Eis. Gut. Dann werden wir noch kurz mal ein bisschen was einlagern. Brauchen wir diese komischen Iridiumstäbe, was ich noch nicht irgendwie einordnen kann, wie man die kriegt. Ich meine, man bekommt die bestimmt irgendwie, aber halt kein Plan wie. 73%. Also wir werden diese Folge definitiv schaffen, den Planeten blau zu machen. Das ist keine politische Aussage. Genau. Das kriegen wir definitiv hin. Ich fange noch schnell ein bisschen was, dann glaube ich, gehen wir noch ein bisschen looten. So. Ich überlege gerade, kann man vielleicht da hinten gehen und dann da hinten rüber? Also ich würde das nicht für unmöglich einschätzen. Das könnte schon sein. Das ist definitiv möglich. So, ich glaube, wir haben genug erstmal. Ja, wir sind ja eh direkt wieder voll. Das bringt jetzt eh nichts. Wir brauchen ja keine 20 Wasserflaschen mitnehmen oder so. Also erstens mal sind wir schon voll von Anfang an. Und zweitens mal, wir sammeln eh drei Sachen auf und dann sind wir eh wieder voll und müssen wieder zurück und so. Ja, ich würde mir irgendwie so einen Mars-Rover oder so wünschen. Das wäre noch cool. Ich meine, wir können hier sowas bauen. Warum können wir keinen Mars-Rover bauen? Kommt der vielleicht? Was gibt es denn als Exoskelett-Bohrer? Fortschrittlich. Seewassersammler. Also, was es gibt. Nee. Biodom, okay. Aber ich sehe nichts irgendwie der gleichen. Kernreaktor. Oh, sehr bald sogar. Naja, nicht so bald. Warte, wodurch kriegen wir Luftdruck? Wärme. Okay. Sauerstoff. Wait, wodurch kriegen wir Luftdruck? Sind es die Dinger hier? Ah, die machen Luftdruck. Wärme und Luftdruck. Aber halt leider echt sehr wenig. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal los. Wir haben noch dieses Ding gebaut, diese Schüssel. Okay, genau, den Bildschirm haben wir schon gebaut. Haben wir sonst irgendwas, was wir bauen können? Ich glaube nicht, oder? Ja, halt Deko und so, aber Deko bringt also nichts. Gut, also wir müssen natürlich noch... So, was haben wir da erst dabei? Okay, jetzt sind wir wieder fast voll. Super, perfekt. Genauso habe ich mir das gewünscht. Okay. Na dann, let's go. Oh, wir haben es fast geschafft. Nur noch 30K KTI. Also 30.000 TI. Dann haben wir es schon geschafft. Dann sind wir schon beim ersten Zwischenschritt. Oh, das wäre interessant. Also ich meine, gut, der Himmel ist jetzt schon blau. Aber du bist auch nicht mehr so komisch dunkel und so wahrscheinlich. Und... ja, also spielt sich jetzt auch schon wirklich sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Also was wir da gerade teilweise hatten, das war ja schon... ja, zumindest ein bisschen fraglich. Stellenweise ein bisschen fraglich. Also teilweise... was ist das denn da hinten? Was ist das denn da hinten? Wait, ist das... was ist das da? Was ist das da? Oh Gott, wo geht man hin? Da hinten würde es mich auch interessieren. Das sieht ein bisschen nach einem anderen Biom aus. Aber diese runde Scheibe da ist auch interessant. Was bist du? Oh
Fuck. Das Problem ist halt, wenn wir, glaube ich, noch nichts abbauen können. Ah, das ist die goldene Kiste. Die haben wir schon mal gelootet, glaube ich. Das Beste mal rausgenommen. Mensch, es gibt ja so viel coolen Stuff irgendwie. Aber generell ist, finde ich, geil, einfach ein Exploration-Game. Einfach nicht so ein, ja, irgendeinen, den 50. Shooter oder so. Ich meine, da habe ich auch damals gern gezockt und so, aber einfach Exploration, Space Exploration, das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Wir könnten uns auch mal einen Außenposten aufbauen für den drauf. Könnten wir halt echt machen, effektiv. Also, wenn es ja keinen Mars Rover oder so gibt, dann glaube ich, würde es auch Sinn ergeben. Gerade wenn auch mal die Energie wieder knapp wird oder so. Oh, hier ist was. Oh, hier ist was. Hier ist Meer. Nicht das blaue Meer, aber... Wir haben gar nicht mehr so viel Sauerstoff dabei, merke ich gerade. Oh. Okay, wir müssen jetzt Jump'n'Run machen auf alle Fälle. Alter. Was ist denn hier alles? Ja. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da hinten ist auch wieder Eis, sehe ich gerade. Okay, wir können auf alle Fälle von da aus rein. Ich hoffe, dass ich jetzt mal irgendwas ab... Nein! Oh, doch! Oh. Dass ich irgendwas abbauen kann. Natürlich schon geil. Nicht abbauen, schade. Wir können das switchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man muss einfach nur scrollen. Ja, wunderbar. Bohnensamen. Immer zu mir. Alu. Stoff. Ja, Stoff ist, glaube ich, Schwachsinn. Okay, dann weiter. Was haben wir hier alles? Was können wir alles zerlegen? Oh. Ah, ich glaube, die bringen nichts. Die sind nur visuell. Aha. Mhm. 400%. Nett. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles hier? Kanister? Mikrochip-Plan, okay. Oh Gott! 200%, das ist auch nett wieder. Weg mit dem Eisen, hier mit dem. Die Lima-Samen sind egal eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen mehr Essen, was macht Sinn? Kürbiskerne, ja. Was gibt's denn hier noch alles? Hier ist noch eine Kiste. Oh, lol. Oh, nee, was hier alles rumliegt. Ich kann das doch gar nicht alles mitnehmen. Was mache ich denn mit dem Ding hier? Ich hab hier... Ich glaube, die brauche ich alle, oder? Was ist jetzt gerade passiert? Herstellungsstation. Reachful Blue Sky habe ich gerade bekommen als Achievement. Okay. Grasverteiler! Jetzt wird gedealt. Ich will mal kurz runter. Gibt es noch irgendwas Cooles? Gibt es hier noch was Cooles? Was bist denn du? Ach, Titan sieht auch mal aus wie Titan. Cool. Ne, ich glaube, gibt es nichts mehr. Die große Frage ist gerade nur, kommen wir wieder zurück? Oh, das könnte böse enden.
Das Ding ist, wir waren halt da oben, oder? Ja, wir waren schon da oben. Oh nee, wo kommen wir hier hin? Warte mal, da geht's rauf. Oh nee, 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 nee. Das ist gar nicht gut, was wir gerade machen. Oh doch, es ist sehr gut, was wir machen. Das ist richtig gut, was wir aktuell machen. Wait, wir hatten die ganze Zeit diesen... Oh mein Gott. Lol, was das einfach für ein Abkürzer war. Lol, wir sind einfach wieder hier. Oh, wie cool. Lass mal kurz nachschauen, hier Grasverteiler. Nein, Lima-Samen, haben wir die? Ich habe die extra nicht mitgenommen. Fuck my life. Noch mehr bekommen, oder? Okay, vielleicht, ich glaube, wir haben welche in der Base. Wenn wir jetzt natürlich die nicht mehr rausnehmen könnten, das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. OBS sagt mir gerade, Datenträger voll in ungefähr 194 Stunden und 56 Minuten. Ah, wir können ein bisschen aufnehmen. Läuft aktuell ganz gut. Was macht denn das hier eigentlich? Okay, wir können damit also was abbauen. Interessant. Gleich schon 200k TI. Jetzt läuft es mittlerweile schon ganz gut. Oh, ich freue mich jetzt, wenn ich Gras verteilen kann. Das wird so mega geil. Einfach diese triste, langweilige Oberfläche einfach verändern. Das wird echt cool. Oh, der Himmel ist echt richtig blau. Das ist echt cool. So, nichts mehr zurück in unsere Base. So, was haben wir hier? Lima-Samen, super. Super, 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 super. So, okay. Dann können wir diesen Grasverteiler bauen. Ich will es einfach direkt sehen. Magnesium brauchen wir noch. Magnesium, Magnesium, Magnesium. Ach, nehmen wir kein Magnesium mehr. Das ist eine Kacke. Gib mir Magnesium. Natürlich gibt es das wieder hier nicht direkt. Es wäre auch langweilig, oder? Die Hitboxen teilweise sind ein bisschen komisch. Ist nicht mein eigener Charakter. Die Ärzte schauen uns alle anders aus. Da hinten ist Magnesium, glaube ich, oder? Oder war es was anderes? Da ist Magnesium, genau. Und Tafel, natürlich. Oh, wow, wow. Ich würde sagen, wir bauen uns einen schönen Garten, oder? Hier so irgendwie. Ah, oh, ich brauche das Ding angehobt. Drei, uff. Boah, wie viel Sauerstoff bringt das? Wait, wir können doch einfach dann... Wir können doch einfach die Pflanzenröhren abbauen jetzt, oder? Ah, nein. Oh, doch. Oh, doch, oh, doch, oh, doch. Wie viel Energie brauchen wir überhaupt noch? Läuft es hier? Schmilzt es hier nebenbei? Okay. Was haben wir jetzt für ein Energieproblem? Also, wie groß ist das? Wissen wir halt nicht. Nee, voll. Nein. Hä, wie viel fehlt denn noch? Jetzt. Perfekt. Okay, ist doch super. Lol. Verdampft's. Sauerstoff machen wir jetzt. 190 pro Sekunde. Oh, Bewässerung. Wie, du kannst einfach ein bisschen Wasser verteilen auf dem Mars und dann wächst Gras? Oh, hier wächst wirklich Gras. Doch, jetzt nicht mehr. Hä?
Das wächst nur, wenn ich nicht da bin. Okay, gut. Oh, ist das geil. Man kann im Gras beim Wachsen zuschauen. Wortwörtlich. Ich fahre jetzt gerade endlos. Das ist einfach mega cool. Okay. Ich bin gerade mehr fasziniert vom Spiel als von allem anderen irgendwie. Komm. Nee, wir haben keinen Strom. Nevermind. Ich würde sagen, wir geben unserem Gras noch ein bisschen Licht. So, wir brauchen mehr Strom. Kobalt. Verdammt. Nein. Haben wir kein Kobalt oder was? Ey, come on, das gibt's doch jetzt nicht. Wo sind meine Kobolde? Wo sind meine Kobolde? Hier ist Kobalt. Einmal, zweimal, okay. So. Ich brauche noch Silizium. Hä? Bin ich gerade blöd oder was? Ja, ich bin blöd. Ich bin komplett blöd. So, jetzt aber. Okay. Stockduster, aber die Solarzellen, die arbeiten. Das ist nicht mal Innovation, ja? Boom. So, Licht, 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 Licht. Eisen und Magnesium, natürlich. Oh, unser Salat, unser Gras. Okay, das ist ein bisschen komisch gemacht. Das LOD ist echt, naja, fraglich. Aber okay. Bio, wait, hatten wir vorher auch Biomasse? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten keine Biomasse. 0,19 Gramm. Also 0,19 Gramm pro Sekunde. Ich habe so viel Spaß gerade. So, Magnesium. Was brauchen wir noch? Ich habe es vergessen. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. So, und... Boom. Farbe ändern. Okay, schaut ein bisschen komisch aus. Lass mal so eine helle Farbe irgendwie nehmen. So eine Art. Perfekt. Jetzt können wir dem Gras auch in den Nacht beim Wachsen zuschauen. Wobei die Farbe ist irgendwie ein bisschen... Schon besser. Okay. Gut. Wolken. Wait, mit Wolken kommt der Regen, oder? Oh. Das ist auch cool. Ja, die ganzen komischen Samen und so. Ich meine, wer braucht das? 1,25. Was bringt das hier? Ja, es bringt halt in jeder Hinsicht mehr. Also die komischen Röhren kann man effektiv eigentlich abbauen. Das Ding kann man noch stehen lassen, so. Das bringt ziemlich viel, okay. Aber die anderen Röhren da, die können eigentlich echt weg. Ah, okay, genau. Okay. Dann würde ich aber sagen, können wir nochmal so eine Essensröhre bauen. Nahrungszüchter, genau. Da geben wir was rein? Bohnen. Oh. Hä? Wie jetzt schon Wachstum 30%? Lol. Energie 15 Kilowatt? Oh. Oh. Okay. Das ist ein bisschen mies. Können wir aus den alten Dingen irgendwas machen? Ah, jo, warte mal, wir können doch. Können wir nicht die bessere Herstellungsding bauen? Ne, irgendwas. Herstellungsstation, da ist das Ding. Ja, let's go. Energieüberschuss haben wir. Nicht genug, glaube ich. Verdammt. Macht nichts. Oder macht das was?
Ja, ich brauche noch mehr Strom, verdammt. Kobalt, Alu, Eisen. Eisen. Alu? Wie viel? Ein oder zwei? Wir haben zwei Kobalt, okay. Die Wolken haben wir auch schon zu 50% abgeschlossen. Ja, gut, das ist halt krass. 270.000 haben wir schon wieder. Alter, das geht halt steil, das ist nicht mehr normal. Unser Gras wächst. Brauchen echt mal, also diesen Reaktor, dann brauchen wir echt ziemlich bald hier, weil wir haben so einen Stromverbrauch, das ist irre. Das ist echt irre. So, was dann brauchen wir als nächstes noch? Wir haben. Haben wir es nicht sogar alles? Vielleicht. 1, 2, 3. Silizium, Alu, Titan. Alu, Titan, Silizium. Holy moly. Was bist denn du für ein fettes Ding? What the fuck? Ihr habt doch komplett einen Knall. Oh. Oh. Aber nicht nur. Jetpacks! Raketentriebwerk für Okay, klar. Logisch. Natürlich. Okay, Superlegierung, das ist das Erste, was wir machen. Superlegierung und Titan. Titan. Und die Superlegierung. Sehr gut. Erhöht. Wow, okay. Ich glaube, ein oder zwei Reihen sogar mehr. Ich bin mir nicht sicher. Sauerstofftank. Oh, Mann. Alter, das Chatpack. Yo, das ist halt. Alter, yo. Oh, das sind 18. Ja, 18 Iridium. Wenn ich halt wüsste, ob sich das so krass lohnt. Also, wenn ich halt wüsste, ob das Treibstoff braucht. Ohne Treibstoff wäre ich sofort am Start. Aber ich vermute, dass es Treibstoff braucht. Irgendeine Art von Treibstoff. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wait, wir können doch noch was. Wärme. Ah, nee, wir brauchen das Iridium leider noch für die Wärme. Passiert gleich was? Terraforming? Nee, okay. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir machen die nächste Folge dann weiter. Ich überlege mir noch was. Genau, Iridium, wie gesagt. Also, ja, Chatpack wäre halt schon geil. Chatpack wäre halt richtig geil. Können wir nochmal kurz. Haben wir noch drei Superlegierungen? 1, 2, glaube ich, eine. Ah, nee, 3. Was fehlt noch? Kobalt. Gott, dieses Kobalt, das regt mich auf. Aber die letzten zwei Folgen, was wir an Fortschritt gemacht haben, das ist schon echt geil. So, mehr Sauerstoff ist natürlich auch immer super. Oh, die Wolken bilden sich. Oh, ist das cool gemacht. Das ist ja echt mal cool gemacht. Nice. Das ist halt auch nicht so irgendwie so, boom, jetzt ist es da, sondern so, ja, okay, es kommt halt nach und nach. 370 Sauerstoff. Wir können Superlegierungen selbst herstellen. Und zwar nicht einfach, aber machbar. Okay. So, wir lagern erstmal jetzt einen anderen Schritt hier ein. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.